Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Far Cry 3 Special. Genau, das fängt jetzt hier alles an zu brennen. Ja, diesen Turm, den haben wir ja mittlerweile schon. Kann eigentlich auch der Baum brennen. Der brennt auch, sehr schön. Also ich finde einfach dieses, ich hasse dieses Gerät. Also man kann es ja drin behalten, ist ja okay. Aber letzten Endes ist es eigentlich voll für den Arsch. Hey, wieso brennst du denn jetzt nicht mehr an? Da muss ich mal jetzt aber nachhelfen. Dann brennt es mal ganz kurz, ja, lichterloh, und dann ist der Baum wieder schick. So, das war's, glaube ich. Ach, okay, einen haben wir noch. Der Busch des Jahres, da kommt man nicht vorbei. Genau, und da sind immer noch diese komischen Leute, die dann dort rumfahren. Und eigentlich waren wir hier schon mal, ich weiß es genau, im Far Cry 3, aber wir gucken mal ganz kurz, wo wir denn hin müssen. Weil das ist jetzt auch schon mal ein bisschen her, ja. Also hier hinten haben wir diese Sache hier eingenommen, hier hinten, da waren wir eigentlich, ja. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir dahin. Da machen wir einen riesengroßen Schlenker durch die Luft und werden per Schnellreise mal eben dahin düsen. Was wir natürlich auch machen, ist uns neue Munition kaufen, weil im letzten Teil hatten wir ja diese wunderbare Mission mit der Plantage, mit der Hanfplantage oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber ganz ehrlich, also ist ja schon geil, ja? Aber da war so ein Bug drin, wo immer wieder die Soldaten bzw. die Söldner oder Rebellen, wie auch immer, aufgetreten sind oder neu kreiert worden sind, immer wieder neu gespawnt, und es hat nie aufgehört, und da waren so viele und die haben so genau geschossen. Mit einem Maschinengewehr haben die mich tatsächlich von, ich sag mal, von 300-400 Metern genau getroffen. Also ist schon nicht schlecht, was sie können. Nee, ganz ehrlich, hat mich mega genervt, der Shit. Und deswegen sind wir natürlich froh, dass wir hier endlich mal das geschafft haben. Also ich bin zumindest froh, ich habe mich so angewidert, ey. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, haben wir hier noch was? Ach, da sind ja diese Dinger. Ja, die interessieren mich eigentlich weniger. Aber eine Sache, die ich wahrscheinlich auf jeden Fall benötige. Ich möchte eigentlich diese Waffe loswerden. Ja, ich möchte mir mal jetzt eine ordentlich, vor allen Dingen das Scharfschützengewehr, ich glaube, das ist weg, ne? Oder gehört das noch mir? Weil das ist das bessere Teil. Und dann würde ich mir ganz ehrlich, ach, das interessiert mich nicht so sehr. Was mich interessiert, sind nochmal MPs, die sind ganz gut. Das hier ist, glaube ich, sehr gut. Da muss er sogar ein bisschen laden. Ja, das nehme ich. Und dann sind wir auch schon wieder arm. Jetzt macht es endlich wieder Zeit. Genau. Na endlich. Sehr gut. Kann man das noch ausrüsten? Irgendwie irgendwas. Das Rotpunkt-Sevier, das ist einer meiner Lieblings-Visiere, aber leider reicht dazu das Geld nicht mehr. Und ein Schalldämpfer. Das wäre natürlich ein Traum, aber wir haben nicht genug Geld, weil wir konnten ja die ganze Zeit kein Geld mehr sammeln. Voll gemein. Aber auch das soll uns keinen Abbruch bringen. So, was machen wir denn jetzt? Jetzt gehen wir erstmal dahin, würde ich sagen. Am besten fahren wir dann mit dem Auto. Das war ja die Basis, die wir eingenommen hatten, wo, was ja, um ganz ehrlich zu sein, wirklich auch nicht einfach war. Einfach einsteigen. Den töte ich jetzt.
wir den erwischt. Offenbar nicht. Ja, hier ist, ja, sprich mit Manz. Ich habe jetzt keine Lust zu sprechen, mein Freund. Sprich mit Willis. Ist mir alles egal. Was ich jetzt machen möchte, ist diese kauzigen Leute da hinten bekommen. Achso, falsche Richtung. So, da müssen wir also hier rein, ja? So heißt es zumindest. Und es scheint ein schwerer Weg dahin zu sein. Wer sind die denn? Achso. Grüß dich. Hey. Hi. Hi. Da sind wohl die Rackgert oder wie sie heißen. Na, ess dich mal aus, mein kleines Schweinchen. Ich habe mal ein Schwein in die Augen geguckt. Also ein richtiges Schwein. Also ne, kein menschliches, sondern ein tierisches Schwein. Und muss sagen, Wahnsinn. Also ich bin fasziniert. Da sind die Mücken. Habe ich die Mücken gesehen hier? Hey. Ich glaube, es wäre besser, wenn man es hier duckt, oder? Weil hier muss irgendwo das Ding sein. Da sind noch lustige Tiere. Gut. Alles klar, hier ist nichts. Was ist denn das da für ein weißes Blatt? Aber was ist denn das hier alle überhaupt für ein ganzes... Alright. Oh, hab ich mich erschrocken. Oh. Boah, die sind so gefährlich, die Tiere. Und die kommen jetzt hier lang, ne? Die sind ja überall hier, boah. Schüttel dich ruhig. Ja, die geht natürlich, die Wumme geht ganz schön ab hier. Nicht schlecht. Wir müssen die alle mal outen. Also hier hinter ist uns das Lager, aber wenn wir da... Töten sich da selber. Erwischt. Aber da ist auch noch einer. Nur ich glaube, den kann ich nicht erwischen. Ja, geh doch runter, mein Freund. Ja, sehr gut. Ich habe gerade so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Weil die sind wirklich ganz gefährlich, diese Tiere. Und es tut mir leid, sie umbringen zu müssen. Oh, ich glaube, er kommt jetzt. Ich gehe einfach mal wieder hier hoch und hole mir ein paar Tiere. Oh, da ist er ja schon. Tja. Wo ist denn jetzt das andere Tier hin? Boah, was ist denn das für ein Tier? Der rennt aber auch nicht mehr lang.
Ich hoffe, das Problem ist, die spawnen anscheinend immer wieder neu. Okay, runter mit dir. Okay, da müssen wir uns immer was basteln. Wir haben ja genug. Granate, was haben wir denn hier? Können wir alles herstellen, kein Problem für uns. Wir haben nur keinen Platz dafür, oder? Oder können wir noch irgendwas anderes machen? Robuster Waffengürtel. Jetzt haben wir erlaubt, dir drei Waffen mitzuführen. Ein starker M4. Da brauchen wir aber nochmal eine Haihaut. Und ansonsten haben wir jetzt so viel Zeugs hier. Das ist ja schon wieder viel zu viel. Brennstoffgürtel. Raketenbündel, Wurfgeschossbeutel. Das gefällt mir eigentlich jetzt gesagt. Ein Dingo-Fell haben wir leider nicht mehr, aber es geht voran. Ein Hundefell haben wir noch, genau. Yes! Also da kommt so einiges zusammen. Den verkaufen wir dann. Au. Ja, komm, stell die so an. Was ist denn das hier eigentlich? Hier gibt noch ein Buch, was aber noch schön ist alles hier. Na, das sieht ja mal fantastisch aus. So, manchmal kommen so cool. Oh, das ist schon wieder so ein Tier. Ja, das Dumme ist, wir haben schon wieder fast keine Munition. Ach, das ist doch doof jetzt. Das sind Schildkrötis. Schweinchen. Können wir uns da einschenken, mein kleines Ding? Ich muss leider noch mal ganz kurz zurück. Und weil es ja nicht so weit weg ist. So, wunderschöne Musik hier, ja, heizt voll ein. Ich muss leider noch mal ein bisschen Sachen nachkaufen hier, weil sonst die machen mir die Hölle heiß. Ich kenne das. Gibt auch einen Rabatt drauf, na siehst du, was sind das für geile Sachen hier. Also hier möchte ich öfter wohnen. Knarren überall zu kaufen, man kann jeden töten, ist doch geil. Ist ja wunderschön. Naja, okay. Wir wissen jetzt, wo wir lang müssen. Sie muss jeder Hund Angst haben. Wollte ich sowieso noch mal aussteigen, weil hier gibt es bestimmt schöne Sachen, wie man ja auch hier unter sieht oder hier irgendwo. Ja, genau hier. So, was haben wir denn noch alles Schönes hier? Hier gibt es ja bestimmt noch mehr. Damit kann man sich ja wohl nicht zufrieden geben. So, dann gucken wir auf das Lager da unten.
Wo ist denn das Lager hier? Soll das da hinten? Soll das da. Boah, so weit weg noch. Beuterucksack ist voll. Ja, gut, aber ich kann ja nichts herstellen. Das weiß ich doch schon. Ich glaube, mehr kann ich doch gar nicht tragen, oder? Also. Ich guck mal nach, was aus dem Beuterucksack drin ist. Naja. So, rein mit dir, mein Freund. Es geht weiter. Also wir haben wirklich 6 Spritzen. Das ist mega geil. Wir sind mittlerweile sehr gut ausgerüstet. Was kann ich für dich tun? Ich habe eine Panne. Kannst du mir helfen? Da ist ja noch einer. Was soll ich denn machen? Mein Freund. Okay, was soll ich machen? Dieses Fahrzeug muss repariert. Citra hat unseren Sieg vorhergesehen. Scheiß Piraten. Ich verstehe gerade. Oh Mann, du arme Sau. Du musst nicht sterben. Aber wenigstens kannst du mir mal kurz deine Kohle geben. Aber wieso haben sie den jetzt umgefahren? Das ist eine Macke? Hey, was ist denn jetzt passiert? Hey? Kein guter Schütze, was? Oh mein Gott! Wer sind denn hier die Bösen? Scheiße! Ist ja gut, Leute, beruhigt euch, ist alles gut. Ich kann sie ausnehmen, alles gut. Die bringen sich wirklich gegenseitig um, die sind. Wer ist der Mann? Sind so dumm, die dummen Bolzen. So, ich geh mal kurz da rein, mal gucken, was das da so gibt. Vielleicht gibt es ja was Schönes. Was sind das für komische Wände hier? Ach, guck mal hier. Wow, das ist ja geil. Okay, kann man hier nicht reingehen? Das sieht ja cool aus. Ich wusste gar nicht, dass es sowas hier gibt. Vielleicht brauchen wir dazu den Flammenwerfer, dann kann man hier rein. Das muss ich mir aber mal wirklich merken, ganz kurz. Also da, wo das Ding ist, okay. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal gewesen, soweit ich mich erinnere. Ich bin mir aber gerade nicht ganz so sicher. Also anscheinend waren wir nicht nur wir hier, auch andere. Hier liegt auf jeden Fall noch 14 Dollar oder was immer das sein soll. Na, noch mehr Leute. Na, siehst du, geht doch. Aua. Ja, sehr gut.
Also dafür habe ich ja meine Spritze. Plündern nicht möglich, warum nicht? Das ist doch ein Dingo, oder? Das ist doch jetzt richtig. Weil dann kann ich mir nämlich was Hübsches basteln. Herstellung. So, was kann man denn hier basteln? Zum Beispiel ein Brennstoffgurt? Hä? Ja, was kann man denn damit machen? Geschärfte Sinne ermöglicht es, Gegner durch ihren Geruch und Sprengstoff über seine Ausdünstungen wahrzunehmen. Ja, das bringt mir doch gar nichts, hä? Feuerfest, eine Kombination der materiologischen Wirkstoffe, die Haut für Dauer 3 Sekunden Kurzzeit Verbrennungsschützen. Alright. Ja, kann gut sein, weiß ich nicht, brauche ich gerade überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Aber ja, aber gut, wozu braucht man es sonst, ne? Das ist die Frage. Waffengut, eigentlich momentan kann man nichts herstellen. Was ist mit dem Jagdsachen hier? Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, die Sachen verkaufe ich dann. Also da ist ja nichts von Bedeutung. Ich sehe gerade, wir haben wieder ein paar Fähigkeiten. Wow, shit. Hellische Spritzen wirken 50% länger. Ja, ja, das ist alles schick. Das brauchen wir alles nicht. Wir haben dann den noch hier. Dann haben wir Takedown. Schalte mit F den Gegner leise von hinten und schalte mit ihm aus. Dreifache Eier. Das ist aber cool. Das haben wir, glaube ich, schon. Das haben wir auch schon. Ah, hier kommen wir weiter. Okay, verstehe. Erweiterst der Erste Hilfe. Wenn du keine Medizin hast, halte Q, um Erste Hilfe 3 Gesundheitsfelder zu heilen. Ja, also das klingt schon mal ganz gut. Feldchirurgie erneuern 6 deiner Gesundheitsfelder. 6. Okay, das ist natürlich mega geil. Hintereinander. Okay, Ketten-Takedown. Ja, gut, okay, was soll das? Eisenflanke, du verringerst den Schaden, den du durch Explosionen erleidest. Das ist nicht schlecht, finde ich, ehrlich gesagt. Und Brandhämmer. Okay, das klingt alles ganz verlockend. Beute-Takedown, du plünderst Gegner automatisch, wenn du einen Takedown ausführst. Ist eigentlich auch nicht, gar nicht mal so schlecht, Takedown und Verstecken. Ja, mein Gott, okay. Schneller Wechsel. Du setzt offene Visiere schneller ein und kannst schneller die Waffe wechseln, okay? Bogenschützenexperte beim Ansetzen zum Schuss, okay? Was haben wir hier? Dschungelläufer, bewege dich in der Hocke schneller. Das wäre gar nicht mal so schlecht, aber ist jetzt auch nicht so notwendig. Eine Steinwand. Das klingt ja auch alles ganz verlockend, ehrlich gesagt, aber jetzt ist nicht so geil. Sagen wir hier, weiche Lande und du verringerst den Schaden, den du stürzt. Okay. Tod von unten. Schaltest du einen Gegner über die an einer erklimmbaren Kante aus. Das ist eigentlich auch ganz cool. Aber ich weiß jetzt nicht, ob so wichtig Atemkontrolle. Das ist ja wirklich schwierig heute. Gezielt nachladen zum schnelleren Nachladen von Pistolen oder Scharfschützengewehren während. Ja, das ist ganz cool, finde ich. Aber das geht nicht. Warum geht das nicht? Okay. Ich habe doch. Ey, ich habe doch die ganzen Sachen. Hey, wieso geht das nicht? Langwaffenexperte, Treffsicherheit. Okay, irgendwie funktioniert das hier nicht, so wie ich mir das gedacht habe. Okay, das finde ich schon mal gut. Das finde ich auch ganz gut. Schneller Wechsel. Ja gut, das muss jetzt auch nicht sein. Aber was haben wir denn noch hier? Ja, wie funktioniert das hier gar nicht? Ja, das ist nicht so einfach. Ne? Da müssen wir mal manchmal gucken, wo wir da hinkommen. Ey. Und was war das? Fortgeschrittene Konditionierung. Du hast einen. Ja, das ist geil, das nehme ich. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann speichern wir das Ganze gleich ab, weil ansonsten haben wir wieder alles umsonst gemacht. Und das ist ja natürlich eine ganz traurige Sache. Können wir gar nicht abspeichern, doch. Ja.
Okay, ja gut, aber haben wir jetzt gespeichert, ja? Na, dann, ich hoffe, wir haben es gespeichert. So, wo ist denn jetzt das Teil hin? Weil wir haben ja eigentlich. Ach so, okay. Ja, okay, du kannst wieder hochkommen. So, dann fahren wir jetzt mal los. Ich kann den Leuten nicht helfen, die sind einfach so dumm. Okay, also der ist ja gerade mal nicht so gut drauf. Was soll irgendwo hier drin sein? Ist jetzt auch nicht der wirkliche gute Schwimmer, der Typ. Oh Mann, Junge, Alter, komm einfach erstmal da raus und beruhig dich. So, dann gehen wir nochmal hier runter. Was war das? Okay, das waren zwei Haie, die sich da anscheinend schon hier vorne befinden. Und wir gehen jetzt gleich mal darüber. Aber was ist mit ihm los? Fühlt sich nicht angesprochen, ne? So. Wir gehen jetzt dahin. Was ist denn hier los, bloß, meine Güte? Hier ist ja alles drunter und drüber. Alright. Das war nicht schlecht, aber wir sollten mal den Beuterucksack leer machen ein bisschen. Das war nicht irgendwie gleich auf den Mund fallen. Zum Beispiel, also, ey, sorry, aber ey. Das legen wir ab. Ja, ist doch Quatsch. Noch ein karminrotes Blatt, das ist doch Blödsinn. Das ist alles noch vom Anfang, das braucht man nun wirklich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was man damit alles machen kann, ehrlich gesagt. So, dass wir eben auch mal so ein bisschen was erleben. Gehen wir jetzt genau dahin. Ah, da müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hier überhaupt sind. Ich das Gefühl habe, dass wir schon wieder genau in die falsche Richtung laufen. So ist es auch. Das war ein sehr weiter Weg und wir haben das ja irgendwie von, wo haben wir das eigentlich gesehen? Also hier sind auf jeden Fall die Rakett unterwegs, ja. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Aber es gibt ja auch Haie da, da kann man keine. Der kann auch seitwärts schwimmen, der junge Mann. Da kennt er nichts. Ach ja, und da oben kann man auch rauf. Okay, jetzt, also es gibt hier so viel zu entdecken in dieser Sendung. Ach so, hier, da kommen wir nicht von da, ne, da kommen wir nicht rauf. Da müssen wir erstmal hier rüber irgendwie und uns dann von da oben irgendwie runterhangeln. Was ist das zum Teufel da oben? Aber da waren wir noch nicht, oder? Das kommt mir alles so unheimlich bekannt vor. Ja, und die Maus, die spinnt immer, die bleibt immer hängen.
Und das Lager da hinten, das würde ich ganz gerne hochnehmen. Also hier soll eigentlich noch was versteckt sein, aber ich kann es einfach nicht entdecken. Weil es nämlich hinter mir steht. Hier ist schön, hier bleibe ich. Hier habe ich meine eigene Hütte. Gib mal deine Waffen. Der fällt ja gar nicht um. Jetzt. Okay. Was soll denn das sein? So. Da haben wir auch noch mal eine kleine Action-Szene gehabt. Finde ich ganz gut eigentlich soweit. Und hier ist auch wieder fremdes Gebiet. Na gut, dass die ihren Leuten nicht helfen, oder das ist die Rakete. Ich kann es gerade nicht erkennen. Das waren, glaube ich, die Rakete. Ach so, hä? Okay, und was tun die dann hier? Ich verstehe die ganze Welt nicht mehr. Und um das aufzulösen, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn wir dann da hinten hingehen. Gehabt euch wohl.